So, machen wir mal. Ah, der Sound schon wieder, oder was? Der triggert doch einfach nur, dieser Drecksmuch-Sound. Also ich muss mich echt beeilen, der Sound nervt mich jetzt schon. Okay, beweg deinen Kopf, Bro, beweg deinen Kopf doch nicht, du Sohn. Oh mein Gott, zweimal hintereinander, was denn heute? Du musst zum Schrank, um dort die Outfit auszusuchen. Was zum Teufel? Was ist das denn für eine verfickte Scheiße, Mann? Wofür habe ich denn meinen Charakter erstellt, wenn ich nur so irgendeinen Much-Outfit wählen soll? Was geht denn hier ab, verdammte Scheiße? Hallo? Hört ihr mich? Hallo? Red! Du schlägst mich? Hm, so ist das also. Du schlägst mich? Du willst mich schlagen? Hm, ja, da will ich auch rennen. Da will ich auch rennen, mein Bester. Da will ich auch rennen. Ja, ja, rüber. Die Taktik, die kennen wir. Alter, dich so. Du wirst so verprügelt, Alter, Stück Scheiße. Hä? Eine zu viel war? Chill, 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 chill! Sohn. Hört man mich? Hallo, hört ihr mich? Support, RDM. Oh shit, yo. Jesus Maria. Admin, hörst du mich? Hallo, hört man mich? Hallo? Ich glaube, man kann nicht reden und Hallo? Ach du Kacke, Mann, was geht denn hier ab? Ist ja voll am Buggen. Was ist das denn für ein Hartz-Fiese? Komm mit, Dex und Support, wenn du Clip hast. Ja, was für Clip, Lana Monaco, du fix erstmal eure Teamspeak. Aus Aldi am Monaco, ihr gekaufte Teamspeak. Fix mal erstmal eure Scheiße da, Alter. Hartz IV Kacke. Man kann nicht mal reden. Oder. Irgendwelche Robotergeräusche zu hören. So, dann. Warte nochmal. Ey, was soll denn die Scheiße, Mann? Was ist für ein Lightlampzaun? Jo, jo, jo. Was willst du, Glatzkopf? Verkrümmel dich. Man hat hier voll die Lags. Die haben, glaube ich, fast gar nichts ausgegeben für die Performance. Fühlt sich an wie 20 FPS. Oh, es ist, glaube ich, auch 20 FPS. Ey, yo, Homie, check mein Auto. Ich hoffe für dich. Steig ein, Mann. Du kommst mit mir. Oder auch nicht. Abfahrt. Hey. Ja, was denn? Lass mich einsteigen. Steig aus, sonst zieh ich meine Waffe. Aussteigen oder du bist tot. Das ist mein Auto. Das ist doch nicht dein Auto. Das ist mein Auto. Brauchst du Geld, Mann? Ja, klar, komm. 80.000 kosten eine Pistolmiste. Gib mir Geld. Gib mir mal Geld. Ja, ja, warte. Was geht, Samo? Alles gut bei dir? Ja, ja, alles gut. Aber wenn du mir Geld geben willst, dann wird es mir besser gehen. Ich kann doch Perso zeigen. Gib mir alle Geld. Ja, was ist denn los? Ganz kurz, Kollege. Ja. Ich weiß nicht, aus welcher Absicht du jetzt hier bist, ob zu trollen oder sonstiges, so. Ja. Ehrliche Absicht, weil, keine Ahnung, du bist oft am Trollen etc., ne? Ja, was denn jetzt? Komm zum Punkt. Was ist jetzt Sache? Was willst du? Ja, ich will nicht, dass du hier Scheiße baust. Nein, mach ich nicht. Aber was kann ich denn dafür, wenn die Leute mir meinen Pimmel lecken wollen? Ich kümmere mich darum. Mach anständig, kein Scheiß hier. Ja, und ich mach Regelwerk technisch. Hä? Ich mach Regelwerk. Hast du gelesen überhaupt? Ja, natürlich. Welche Safe Zone haben wir denn hier? Ah, Bruder, komm jetzt nicht mit dieser, wir sind hier nicht in Einreise. Bruder, wir haben keine Safe Zone, also hast du es nicht gelesen, Kollege. Ja, du brauchst jetzt mit mir keine Einreise zu machen. Ihr habt keine Einreise. Ja, ist gut. Ey, mach keine Scheiße und dann wünsche ich dir viel Spaß, der Kollege, ne? Die Performance ist aber nicht gut, wa? Hallo? Hast du ein bisschen Munches? Mann, nein. Warum nicht? Ah, okay, Bruder. Mann, was ist denn, Mann? Ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Ja, was denn? Was denn? Ihr habt mich nicht an. Ja, was? Schreib mich nicht an! Haben wir da komplett das zweite Mal, dass du mich umgeholt! Was denn los? Ich will doch nur kurz, dass die ganzen Teammitglieder nicht mehr folgen. Ich hab mit ihm schon geredet, Jamie. Achso. Ja, das heißt aber nicht, dass 90% der Teammitglieder dem jetzt hinterhelfen. Ja, ich hab damit nichts zu tun. Darf ich jetzt einfach mein RP machen? Ja, brauchst du irgendwas noch Besonderes? Willst du irgendwas haben? Ja, wenn du mich so fragst, eine Pistole wäre halt nice. Ich hab dich eben angeschrien, nicht weil ich wegen der Situation. Nee, weil du genervt bist. Weil du, ich weiß, nein, nicht weiß. Deswegen. Weil du gesagt hast, schreib mich nicht an. Deswegen hast du nochmal extra angeschrien. Okay. Ja, ich hasse das, wenn man. Digi, du kriegst jetzt gerne eine Pistole, das ist alles cool. Das macht mich irgendwie sauer, keine Ahnung. Du kriegst eine Pistole, der kriegst. War jetzt nicht Auto. So böse gemeint, ne? Alles gut. Kriegst du noch einen Monet? Tschüss. Natürlich. Atmenrechte oder mit. Sowas noch. So, danke, mein Messer. Haust du rein? Ey, boah, ich komm mit, Mann. Ey, boah. Du kommst irgendwo hin mit. Davon wüsste ich aber was, dass, wenn du mitkommst. Immer dieses, ich komm mit. Ohne mein Einverständnis, ohne Fragen, ohne gar nichts. Chef von echt wird man sowas machen. Über einen Deck rausschmeißen. Alter, die Hose gefällt mir gar nicht. Mir viel zu eng. Da bin ich offen und ehrlich. Die ist mir viel zu eng. So, Outfit ändern.
Oh shit, Bro, da geht's ab da draußen, Mann. Ja, ihr dürft nicht vergessen, wir wollen gut Slappy. Amuna kodumun Kurusu. Mach die Hände doch, du Hund. Amuna kodumun Choju. Wegen dir muss ich nochmal alles von vorne machen. Ey, alle verpissen sich hier. Alle weg. Alle weg, sonst knall ich euch ab. Ey, Samu, schlieg dich schon. Alle weg. Alle weg. Amuna kodumun Choju. Lan amını koyayım lan sizin. Amını koyayım ben sizin. Amına koyayım ben sizin. Ich liebe dich auch mal besser. Samu, ich lutsch dein Schwanz. Da bist du nicht der Einzige aus der Familie. Willst du mein Kopf haben? Willst du mein Geld haben? Natürlich, gib mal her. Ich lutsch dein Schwanz. Ich vermisse echt diese Zeiten, wo man echt schön seine Action machen konnte, ohne dass irgendjemand gekommen ist. Also wenn mich einer jetzt verschiebt, dann eskaliere ich richtig. Dann mach ich Massenjagd mit deinem Vater. Also, es ist ein bisschen nervig, ja, aber lieber habe ich sowas statt rassistische Leute, aber die rassistischen können ja eh nichts machen. Ey, bist du nicht der, wo sich vorstellen wollte? Nein, ich stelle mich nicht vor bei irgendwelchen Deutschland. Aussteigen was hat er gesagt? Aussteigen ist geil. Alter, beruhig dich mal. Alter, ich hab mehr Kopfschmerzen als sonst was. Oh f, Alter. Beruhig dich! Ich kann nicht aussteigen. Nein, chill! Oh, falsch erwischt. Alter, man hat hier so Kopfschmerzen. Also, sind die schon alle tot? Scheiße, Mann. Hat mal chill, Mann. Also, ich muss meine Hose wechseln, Mann, die ist zu eng. Hoppaläschen! Upsala! Hoppaläschen! Ab geht's! Willst du mein Lambo haben? Ist der schneller? Ja, 330 ist eine Bitcoin-Karre ja, von dir. Ja, check mal ab, mein Bester. Also, du lässt dir ja nichts anbrennen, Medic. Alter, Medic, besser, Mann. Darf ich mit ihm mitfahren? Natürlich darfst du nicht mit. Aha, aha. Alles gut, Bro? Abflug, mein Bester. Ich glaube, er hat sich ausgequipst. Oh, ich glaube, da hupt jemand mit seinem Kopf. Ey, wo ist denn die Hut von diesen Krups? Ah, Bro, ich zeig's dir, Mann. Hat da jemand geschossen? Krups-Muschis, wollt ihr die Lambo-Action von hinten mehr genießen oder was ist da los? Von denen gibt's, glaube ich, keinen mehr. Oh, was haben wir denn da? Fangen wir gleich. Hat es sich wohl ausgekrübst? Was geht denn, Homie? Mach dir mal die Flütchen hoch. Oder steig ein. Was zu tun, steig was ein. Steig ein. Steig ein. Wie, was zu tun, Alter? Ihr wollt mich doch gerade alle abknallen. Tschüssikowski. Wollt mich doch alle gerade abknallen, Alter. Was zu tun, Alter. Das Einzige, was zu tun habt, war mir hinterher zu laufen. Und was war das denn eben? Was ist da für irgendeine Erklärung? Ne, Digga, wenn du uns als Schlussschuss bezeichnest. Achso, das ist schon ein Grund zu schießen, oder wie? Ja, Bruder, warum beleidigst du uns denn ohne Grund? Wir haben ja nicht mal dir was getan. Ihr braucht ja jetzt nicht dann direkt mit 10 Leuten anzukommen und Rambazamba machen. Alter, was ist das denn? Was ist das denn für eine Fremdscham-Neuigkeit da oben? Da schäme ich mich gerade, dass ich hier drauf bin, wenn ich sowas schon lese. So, mein Bester. Machst du mal kurz und schmerzlos. Alles, was du hast. Hände hoch, nackig machen, Hose runter. Ach, Bruder, bist du so einer, oder was? Ja, natürlich bin ich so einer, hm? Wegen Schutzlutsch haben wir mich in den Arsch schicken wollen und dann so heulen, oder wie? Alles, was du hast, mein Bester. Alles, was du hast. Sogar die Hose will ich. Ja, die Hose kann ich leider nicht ausziehen. Alles, was du hast, gib's her. Wir hätten es auch friedlich klären können, aber ihr habt ja direkt zu den Waffen gegriffen, hm? Telefon? Komm. Ja? Gib mir deine Waffen, Munition, alles, dies, das. Wenn ich dich gleich durchsuche und du hast irgendwas, dann weißt du, was dir bevorsteht, mein Bester, ne? Wollen wir ja nicht. Okay, warte, ich lasse dich in Ruhe, auch rein, ja? Was geht denn hier vor sich? Hallo, der Herr. Ab geht die Post. Ey, Bauer, Alter, komm mal ganz flötchen Karötchen hoch, ich wohne Geisel. Einmal mit dir ab nach hinten, Hose runter. Okay. Leg deinen Arsch. Die Monetches brauche ich. Hä? Hey, ich habe das so angefangen auszurauben. Wie lange dauert das jetzt? Weiß ich nicht. Ging nicht, ich hau ab. Mach weiter mit deinen scheiß Bauarbeiten. Okay, tschüss. Immer ruhig mit den jungen Pferden, mein Bester. Ist doch gefährlich mit der Waffe, musst du aufpassen. Eine Waffe, die kann schon gefährlich sein. Hä, hey, was ist denn jetzt los? Warum lebt er wieder? Was brauchst du denn? Ja, was ist denn los? Ach, Digga. Hast du zwei Leben oder wie kann ich das verstehen? Ich glaube, da hat jemand Slash Revive gemacht, habe ich das Gefühl. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Wo sind die kleinen Schnuckelhäschen? Machen wir mal Crips Party. Ich glaube, die sind noch nicht so lange. Den Server gibt es gerade mal seit 4 Tagen. Da wurde ich schon mal das erste Mal vernascht. Okay, okay, ein Magazin. Okay, okay, okay.
Seht ihr das? Warum kriegt er Lowlist? Da wurden wir wenigstens schon mal nicht angelogen. Hallo? Penislecker, was geht? Wisst ihr, was ich krass finde, Bro? Dass ich immer noch on-stream zocke. Obwohl es inzwischen schon so viele Streams selber sind pro Stream. Ich finde es echt krass, dass ich das auch irgendwie auf eine Art und Weise auch noch einigermaßen guten Content rausbekomme. In geilen Situationen. Warte mal für 5 Minuten. Ah, was ist denn los? Was ist geschändet, Abend? Was ist geschändet? Der kleine Puss-Puss. Hä, was ist denn los? Was ist denn los? Hab ich auch in den Hund? Was ist denn los? Hä? Frech geworden! Hä, was ist denn los? Küsst du den Busch, wa? Hast du den Busch geküsst? Was ist denn los, Affe? Lernst du fliegen? Herr? Ja, der Herr, was ist denn los, der Herr? Frage beantwortet? Kollege, hast du auch eine Frage? Oder bist du in Frieden? Ich bin Frieden. Im Frieden? Sicher? Ja, sehr. Okay. Affe. Der wurde der Affe überhaupt nicht vermöbelt. Affen-Action! Monkey-Party! Bananenarsch! Erster Mensch! Neandertaler! SOS Affenalarm! Zieh die raus und pass gut auf! Hoppaläschen! Okay, da reicht. Okay, wir fahren weiter. So, ab geht's! Juhu! Weiter geht's. SOS Affenalarm. Zieh Stäbe raus und pass gut auf. Wenn sie fallen, bist du raus. Alter, SOS Affenalarm war schon ein legendäres Spiel. Habe ich zwar nie gehabt. Das waren immer so teure Spiele. Habe ich nie bekommen. Soll ich euch mal eine Story erzählen? Kennt ihr diese Ventilatoren? Diese Mini-Ventilatoren? Die so in der Luft so Ding gemacht haben? Ich wollte die, als ich klein war, habe ich das einmal in so einem Laden gesehen. Wir hatten so einen Kiosk und in diesem Kiosk gab es so immer Süßigkeiten. Da habe ich jeden Tag Süßigkeiten geholt. Für 10, 20 Cent konnte ich ein paar Süßigkeiten kaufen und so. Das war damals noch voll krass. Und da gab es immer so diese Sticker und so, diese ganze Scheiße. Das kennt ihr alle. Da hat man so Sticker gesammelt und so weiter. Und da gab es so einen Ventilator. Ich weiß nicht, wie viel der gekostet hat. 3 oder 4 oder 5 Euro. Dieser Ventilator hat so Luft halt gegeben, wenn du Batterie reingemacht hast und so weiter. Wie alt war ich? Ich war in der ersten Klasse, 7, 8 Jahre alt war ich. Und in dem Alter hast du so teure Sachen niemals bekommen. Also bei mir war das so. Ich bin so aufgewachsen, ich wurde nie verwöhnt. Ich habe diese teuren Sachen nie bekommen. Da habe ich meinen Vater mal gefragt, ob ich das bekomme, dies, das und so. Und mein Vater hat mir das nie geholt. Mein Vater hat mir das nie geholt, nicht weil der das nicht holen konnte, sondern der wollte mir nicht irgendeinen Schnickschnack kaufen immer, weißt du? Und dann hatte ich mal in der Grundschule, waren wir im Kohlenberg und ich bin dann vom Kohlenberg mit der Klasse hochgegangen und dann bin ich vom Kohlenberg ganz oben runtergelaufen, diesen Weg. Gelaufen. Ich war ein kleines Kind, ich wusste nicht, was ich da mache und ich bin einfach gelaufen. Und ich bin dann volle Kanne runtergelaufen. Ich musste dann irgendwann abbremsen und dann dachte ich mir, oh scheiße, was ist jetzt los? Bin ich volle Kanne mit hier gegen den Boden geklatscht, weil er so steil war, weißt du? Dann ist das hier alles aufgerissen, ich hatte hier überall Platz gefunden und so. Hier war alles am Bluten und so. Ich habe hier sogar noch die Narbe. Ich glaube, ich muss sie euch jetzt nicht zeigen. Ich glaube, ihr glaubt mir das auch. Hier ist der Beweis. Guckt, das ist mein Bart. Erkennt ihr die Narbe? Hier? So, habt ihr gesehen? Ich habe nicht gelogen. Die Narbe ist entstanden, als ich den Kohlenberg runtergelaufen bin. Und ich bin dann volle Pulle mit meinem Kinn gegen den Boden geklatscht. Ist das da aufgeplatzt und so. Aber die Story war halt, mein Vater hat mich dann im Sekretariat und so abgeholt, weil ich verletzt war. Ich war halt da in diesem, das war wegen Ventilator, diese Zeit. Und dann dachte ich mir, Alter, mir geht's gerade nicht so gut, dies, das. Vielleicht sollte ich die Situation auslösen, vielleicht sollte ich das meinem Vater fragen, vielleicht holt er mir das. Und dann waren wir in diesem Kiosk, da habe ich gesagt, kann ich das haben? Und er meinte einfach nein. Er hat einfach kein Nein gesagt, Mutter, Alter, dieser Schmerz. Das ist bis heute noch, er hat einfach Nein gesagt. Ich höre, er hat einfach Nein gesagt. Ich war, mein ganzes Gesicht war einfach aufgefetzt. Ich dachte, ich kriege jetzt den Ventilator, so. Er meinte einfach nein. Ich dachte mir, scheiße, Alter. Was muss denn passieren, damit ich diesen scheiß Ventilator bekomme? So, wir machen weiter. So. Hallo? Was geht, Bart? Was geht? Ey, ey! Hey! Ey, hallo! Abflug. Hallo! SOS Affenalarm! Zieh ich dir was und was gut auf! Ab geht's! Ab geht's! Es tut mir doch leid! Du bist ein kleiner Sohn! Hast du für mich einen? Ah, was für knallt, Alter. Das Einzige, was knallt, ist deine Mutter heute Abend im Bett. Waffe! Waffe! Steig ab, sonst knallt's, Digga. Was beleidigst du?
Steig ein, schnell! Steig ein! Steig Samu, ein! Samu, Samu! Steig du ein! Nein! Samu, ich steig ein! Ich knall den jetzt ab, ne? Steig ein, Samu! Steig ein! Amon Angot, Amon! Bleib stehen jetzt, Digga! Ist das hier One-Shot? Ja. Okay, perfekt, perfekt. Gib mir die Waffe schnell! Kannst du die Waffe übergeben, du? Wichtig, wichtig! Warte. Kannst du geben? Ich hab keine Waffen mehr! Lando, Sohn! Ich kann nichts dafür, Samu! Bleib mal stehen jetzt, Digga! Wer bist du? Wo ist deine Waffe? Gib mir die Waffe! Oh, ich hab keine Waffe. Du kleiner. So, ja, wir sind tot. Der war jetzt schon erwischt. Ab geht's! Oder was wollen die von mir, ja? Ey, mein Gott, Bro. Was für ein. So ein Server, ja. Der war gekickt, der wird gebannt. Hier! Ich wurde erdämmt! Bro, kannst du mir eine Waffe geben, bitte? Damit ich mich gegen die ganzen Streamstapper schützen kann. Kannst du im Shop kaufen, ja? Alter, du hast richtig Stock im Arsch. Alter, was ist das denn für eine Mr. Bean-Karre, Alter? Was für die Mercedes-Benz von Charlie Sheen in 1980, wo ihr die ganzen Eulen abgeschleppt habt. Ey, du da! Steig sofort aus, sonst rappelt's! Steig aus, sonst kleid dich ab! Steig aus! Sofort! Ist der Drive-By erlaubt, oder was? Alter, so ein Trost, aber ich schwöre. Ich hab so Fail-AP gemacht. Ich hab außer den Samuel Jackson getötet. Hallo? Der hat Drive-By und neben mich geschützt, was soll denn das? Ich hab nicht Drive-By. Hab ich da gesehen, na klar, so Drive-By. Natürlich hast du gedrive-by, Alter, was redest du? Dein Leben hast du auch nicht geschützt. Aber mir, gib dir mal seine Portion. Gott, schon mal ihn, Alter, besser Mann, du machst deine Arbeit so gut. Zeig's dir, Mann, du hast es drauf. Und liegen im Support wird in den meisten Server mit Pepper bestraft, oder liege ich da falsch? Admin, hallo? Das ist eine Verwarnung, ja. Ey, Admin! Ah, hallo, der hat im Support gelogen? Sowas hat er mit Perra gesagt. Ja, was machst du? Die sind gerade extrem viele Troller. Hallo, der hat doch im Support gelogen? Jungs, fahrt weiter. Hallo, Admin? Dann übernehme ich das für dich. Ey, hör mal auf damit. Ja, Bruder, du machst deine Arbeit anscheinend doch nicht so gut, dann muss ich das übernehmen. Hör mal! Ab geht's. Alter, was bin ich hier gelandet, Mann? Ich glaube, das hier ist sein Auto. Ich nach Import. Der sagt, der kriegt Verwarnung. SOS. Affenalarm. Ey, yo! Hamza. Hamza! Der mit dem Bike. Hä? Da bin ich wieder. Ab geht's. Abflug. Perfekt. Ah, mach doch so Spaß, du Idiot. Da bin ich ausgestiegen. Monkey. Abflug! Oh, verdammt! Das war aus Versehen! Das war nicht extra, das war nicht extra! Herr Officer, Sie machen gute Arbeit! Warum wurde ich jetzt gebannt? 2 Tage! Fehler PL, VDM. VDM! Hey, ich hab doch geil! VDM hab ich tatsächlich gar nicht gemacht! VDM, 2 Tage? Schon mal sehr, sehr komisch, dass es nur 2 Tage sind. Und zweitens, ich hab gar kein VDM gemacht! Hamza, ja, war Stream Sniper! Ab zum Support. Tatsächlich als RDM. Hamza verfolgt mich schon seit gefühlt Monaten. Ich wurde wegen VDM gebannt, aber das kann leider nicht zutreffen. Ganz der Projektleitung hat mich einmal gebannt wegen VDM. Was soll denn das? Ja, ich kann dich stummen. Mich selber aber nicht. Ja, man hört dich nicht. Schieß los. Was ist los? Ich hab doch ja eins gemacht. VDM, VDM, den Motorbike, die ich überfahren habe. Boah, das sind Streamsniper. Deswegen hab ich überfahren. Wenn du mir nicht glaubst, guck dir meine YouTube-Serie an. Dann hörst du diesen Jungen gefühlt in dem zweiten Video. Ja, ja, klar, da kann schon ein Missverständnis auftauchen, dass man denkt, dass man hier die Regeln. Bannt einfach die Streams immer perma und dann ist die Sache auch geregelt. Okay, mein bester Mann, Alter. Du bist ein Projektleiter, von dem sich hier eine Scheibe abschneiden kann. Warum wolltest du denn gestummt sein? Alter, du hast doch eine sympathische. Du bist ja ein sympathischer Dude. Deine sympathische Stimme hätte dem Stream wahrscheinlich gefallen. Ich danke mein bester. Dann auch schönen Abend, ja? Ciao, ciao. Da muss ich leider eine Ladung Honig rauspacken, damit die Entbannung Flotti Karotti wiederkommt. Lutschi, Lutschi, du hast keine Ahnung, was denn Lutschen bedeutet, Lappen. Lutschen ist, wenn du es undercover machst. Jeder im Stream weiß, dass ich es ironisch meine. Jeder im Stream weiß, dass es rhetorisch, ironisch, es ist gar nicht ernst gemeint. Jeder weiß, dass es einfach auf eine lustige Art und Weise dargestellt wird, dass es gar nicht ernst gemeint ist. Das ist der Unterschied. Und sowas nenne ich Honig ums Maul spielen. Das ist eine Art von Verarschung. Aber wenn ich es ernst meinen würde und ihr würdet denken, das wäre ernst, dann wäre es gelutsche. Aber jeder Einzelne hier, der gerade zuschaut, weiß von meinen Mimiken, von meinen Gesten etc., weiß, dass es ironisch gemeint ist. Wer das nicht versteht, der hat wahrscheinlich IQ-Mangel, beziehungsweise der ist nicht so intelligent genug, um das zu verstehen. Aber ich glaube nicht, dass das, außer der eine, der da eben diesen Nachricht geschrieben hat, abgesehen von dem hat es, glaube ich, jeder versteht, checkt jeder, was da Sache ist. I just way, I love you. Kennt ihr das Lied? Das habe ich geschrieben. Der Text kam ursprünglich von mir. Wusstet ihr nicht? Ja, das sind die Sachen, die hinter den Kulissen ablaufen. Warum bist du eigentlich disconnected?
Ich hatte was zu besprechen mit der Projektleitung. Achso, dann bist du das, ja, dann alles gut, ne? Kannst du mal, warte, ich hatte eine Pistole. Was, sie? Kann ich die haben wieder? Ich schwöre, ich hatte eine. Wäre, oder? Eine normale hatte ich und Munition hatte ich. Hast du einen Nachweis? Gibst du mir nicht? Ja, ich weiß nicht, hast du einen Nachweis? Ja, du hast eine Pistole. Ja, habe ich gerade bekommen. Anscheinend war da jemand cooler als du. Dann haust du rein. Ja, okay. Kannst dir von denen eine Scheibe abschneiden, mein Bester. Jetzt gib mal dein Motorrad, bitte. Ja, hier, gönn dir. Gut, schon bei einem Steiger ein. Hast du einen Platz verdient bei mir? Wallah, der fuckt mich so ab, den töte ich jetzt. Steig aus, du bist tot, steig aus. Warst du das? Hä, hey, was wollt ihr? Das warst du doch gerade mit dem. Ja, das war der. Nein! Da ehrlich, dann lass ich. Abflug, mein Bester. Was ist ein Schluckgläschen? Was geht denn hier vor sich? Ach du grüne Leute. Das ist ein Ladenraub. Ja, okay, komm. Ab geht die Post. Juhu! Action. Alter, wie schnell schlägt der Laden? Der schlägt ja schneller als Bruce Lee. Abkürzung. Oh, verdammte Scheiße. Willy. Dazwischen, let's go. Zack, zack, zwischen die Laternen. Hier dazwischen, zack. Wheelie. Nach links, rechts. Drift. Und stoppen. Ab geht's. So, dann wollen wir mal. Was für Raub? Verpisst euch hier. Aus, ihr Pisser. Ihr Muschis, Alter. Du da, komm rein. Ab nach hinten. Ab nach hinten, Hose runter. Hast du eine Waffe, Homie? Ja. Willst du mitmachen? Bowler, Mann. Ja, klar, Digga. Hol deine Piste raus. Wir machen jetzt Action. Der Blaue, du positionierst dich nach hier. Du bist unser Schutzschild. Ey, du, ey. Ja, warte, Alter. Was soll ich sonst mit dir anfangen? Lass ich meine Pistole in die Ecke. Deine Geise sein. Ja, bist du doch. So, meine lieben Herren. Wir möchten gern Monetches. Ihr seht die Geiseln. Was sagst du, blauäugiger Pimmel? Bekomme ich ein bisschen Geld. Natürlich, Alter. Ich will die Moneten! Hast du nicht noch irgendwelche Kollegen, Bowlers oder so? Ja, klar, Digga, soll ich alle her und alle. Wenn wir die Kohle haben, sage ich dir Bescheid, dann gibst du Funk da f***ing die von draußen und wir wollen hier, okay? Sag denen schon mal, die sollen sich positionieren, aber noch nicht anfangen. Okay. Jetzt geht's Bowlers Party! Oh, die Bowlers sind schon da! Die Jungs lassen sich ja echt nichts anbrennen. Wo sind meine 50.000? Ja, tut mir leid, es ist von einem Kollegen unterwegs, das dauert. Beeilung! Sonst ist die Geise futsch, das wollen wir ja nicht. Ich schicke die Geise jetzt zu euch, die Geise ist mit Bomben platziert. Wenn die jetzt versucht zu fliehen, dann lasse ich die Bomben hochgehen, ja? Die Geise nimmt das Geld entgegen. Geise, geh das Geld holen. Geise, komm her, bring mir die Kohle. Soll ich einfach einen abknallen? Ja, mach. Warte, ich warte noch kurz. Ich habe nichts Gutes. Wir fangen an. Dauert nicht zu lange. Oh, scheiße. Ich hab ne Geisel, ich hab noch ne Geisel! Ich hab noch ne Geisel, ich hab noch ne Geisel! Wie, komm, pass auf. Ich hab noch ne Geisel, hallo? Was soll das denn? Warte, was soll das? Ich hab noch ne Geisel, hallo? Ja, geht richtig rein. Was ist das denn? Schwierig, Bruder, wenn so viel auf einmal kommt mit Pistole. Renn weg, Samu, renn weg! Abflug! Bolas, Hilfe! Hilf doch mal, ihr Nutzlosen! Nimm den first. Scheiße, halt die Fresse, Digga! Als ob ich Anzugsträgern Hilfe mache! Ey, was bist du denn für einer, Mann? Ich bin ein alter Homie! Was ist scheiß Wolter, Mann? Ich war im Gefängnis, Mann! Wie kannst du mich vergessen? Ja, los, geh in den Knast, Mann! Deine Mutter ist im Knast! Die kleine mit meiner Blase im Knast. Ey, Jungs, macht mal keinen Miesen, Alter. Wollt ihr Geld? Jungs, lasst mich raus. 1 Million pro Person. Euer Leben ist gesichert. Ey, wann lacht man? Aber wollen wir nicht. Jungs, 1 Million. Alter, das könnt ihr euch doch nicht gehen lassen. Nee, sorry, sorry. Alter, der schießt dann. Ey, ich bin hier beschossen. Hab ihn. Aber was hat der, Alter? Du weißt, dass er Rettungsversuch sein sollte? Der war nichts. Jungs, macht mal keinen Scheiß jetzt. Lasst mich mal frei jetzt. Ich geb euch Geld. Wir haben sie ja noch die wichtigste Position, Mann. Also, geht schlecht. Dann macht wenigstens Haftstrafe auf das Minimum. Minimum? Eine Minute. Du kannst überlegen. Vielleicht machen wir dir ein Angebot, wenn du korrekt bist. Ja, okay. Kannst du mich wenigstens entfesseln, damit ich mich ein bisschen frei bewegen kann? Ja, können wir machen. Ja, Yusuf, was wollen wir jetzt sagen? Sollen wir den freilassen? Ab rein mit denen, Junge. Das war rein mit denen. Ja, du sagst, du hast sowieso nichts zu sagen. Scheiß auf den Lümmel, Alter. Schmeiß den in den Müll. Yusuf, was denkst du? Yusuf, mach doch nicht so, Bruder. Hast du vergessen unsere Zeiten damals, Alter? Früher im Kindergarten, Bro. Weißt du, Alter, wir kamen gleich ins Dorf, waren Kühe gemolken. Hast du vergessen diese Zeiten? Wir machen die Nachzeit für kurzem, ja? Nein, ja, mach doch keinen Miese, Mann. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Weil das war ich gar nicht. Das war dieser Bolas. Lass ihn los, lass ihn los! Lass ihn los! Das war wohl nix, Bilal. So, da haben wir ja unser Motor. Dann danke euch, Jungs, noch einen schönen Tag, ja? Ab geht's. Abkürzung! Zack!
Let's go. Oh mein Gott, wir gehen in Bolas. Ja, Mann, Bolas Action machen wir jetzt. Was geht denn hier ab, Alter? Warum haben die Bolas gebucht? Ey, was soll das? Warum tötest du mich, ja? Admin hochholen, RDM. Hallo? Alter, warum RDMt der mich? Wallah, der kassiert wieder zwei Kopfschüsse, ja. Boah, das ist aber so schlecht, die Bannen nicht. Man wird hier nur RDM, VO, der Server besteht nur aus Fail-RP. Die wurden einfach alle revived. Und ach, die schießen die einfach instant auf mich. So, und er kommt mit. Und hat noch. Ja, was wollt ihr von mir? Ja, warum wurde ich einfach abgeknallt? Seit wann wird RDM mit RDM bestraft? Ja, warum wurde ich denn überhaupt abgeknallt? Aus dem Nichts. Ja, trotzdem. Ich bin gerade da reingekommen, die haben mich einfach abgeknallt. Die wurden sogar gerade revived. Haben mich einfach abgeknallt. Ja, weil sie haben dich abgeknallt, du wurdest revived und dann knallst du sie einfach ab. Ja, warum knallt die mich überhaupt ab? Du was musst. Du lässt es zu so einer Situation kommen, du musst die direkt bannen dann. Warum bannt die überhaupt nicht? Du weißt aber auch selber, das hat jetzt keinen Sinn mehr, hier weiter so zu machen, weil das belastet uns eh nur unnötig unseren Servern und unser Team. Nein, ich hab doch gar nichts gemacht. Das Hauptproblem hier bist du aktuell. Das Hauptproblem seid ihr. Guck mal, Samu, tut mir leid, es hat so echt keinen Sinn mehr. Ja, warte, okay, red. Okay, komm, red. Nee, komm, ist egal. Ja, red. Warte! Mann, du kannst kein Server leiten, Mann, ihr bannt nicht mal! Du und eben einer hat einfach lebendig geschützt, der hat einfach geschossen, du hast nicht gemacht, wir geben Butter Auto, du Hund! Wir geben Butter Auto, weil deine Mutter nicht genug Geld im Strich anschafft! Deine Mutter schafft so wenig Geld an, deswegen bannst du die Leute nicht, du so komm, support, du dann reden wir nochmal, normal! Alter, ich will einmal ganz konstruktiv reden, jetzt ohne beleidigen. Ohne beleidigen gar nichts. Ich will ganz normal reden. Jetzt bannt mich nicht. Lass uns sachlich es uns klären. Bruder, der Server ist so schlecht. Ihr habt es eben gesehen. Die haben keinen gebannt. Stream Sniper, Meta-Leute haben 2 Stunden bekommen. Die haben keinen gebannt. Bruder, 2 Stunden? 2 Stunden für Stream Sniper rein? 2 Stunden? Lad 2 Stunden? Was ist 2? Ich kacke 2 Stunden. Was? Die gehen kacken, die Stream Sniper. Die kommen zurück, die sind wieder entbannt. Was ist 2 Stunden, Lad? Was ist 2 Stunden? Ja, da will ich mich auch bannen. Bruder, der schlecht. Das ist der Server aller Zeiten! Society so schlecht! Society, Bruder! Server, dieser Server ist so schlecht! Ich hab noch nie so einen schlechten Server. Die haben so auf Spieler gegeiert, die haben ihre Seele verkauft! Die haben ihre Seele verkauft! Der Server wird nicht lange da sein! Ich verspreche, es ist wie bei Los Angeles Wii! Es ist wie bei Los Angeles und bei Zero Wii. Der Server wird nicht lange existieren. Bruder, werden ganze Revive, Bruder, die haben alle Import-Autos, man merkt es so, Bruder, bitte. Jeder, der auf diesem Server gespielt hat, RP, spielt nicht auf solchen Servern RP. Tut mir bitte den Gefallen, verschwendet nicht eure Zeit. Bitte verschwendet eure Zeit nicht mit solchen Idioten. Dieser Server ist es nicht wert. So ein Server ist nur zum Trollen da. Auf diesem Server könnt ihr nur trollen, mehr nicht. Macht da nur Trolling, mehr nicht. Bitte. Tut mir den Gefallen, bitte, ich flehe euch an. Jeder, der mir zuschaut, soll bitte seine Zeit nicht mit solchen Servern verschwenden. Ihr werdet unnötig nur RP spielen und in Situationen werdet ihr sowieso meistens den kürzeren ziehen. Weil Leute, die da Geld ausgeben, wahrscheinlich immer bevorzugt werden. Da wird niemand bevorzugt, du bist einfach bescheuert. Er sagt, da wird niemand bevorzugt. Samu, packt jetzt die Clips aus, jetzt reicht es, der Faden ist gerissen, der Server wird jetzt richtig auseinandergenommen. Ich werde jetzt alles offenbaren, ich werde jetzt alles zeigen von diesem Server. Jetzt wird alles rausgeholt. Ich werde das alles in einem Video verpacken. Dieser Server ist Geschichte. Ich werde alles offenbaren. Ich werde jetzt alles euch zeigen. Wir werden jetzt alles gucken. Ich werde euch jetzt diesen Server präsentieren. Guckt genau zu. Dann macht euch euren eigenen Bild. Samu braucht nicht hier rumzublabben. Guckt euch die Beweislage an. Ich werde euch das alles hier zeigen. Und dann werdet ihr sehen. Bruder, das ist keine Aufmerksamkeit. Das ist Hate. Der wird in den Arsch gekriegt. Nee, der wird trollen drauf. Wenn Leute sehen, dass sie so ein RP haben, die ist das und die werden so wie bei Los Angeles TV oder Zero V, die werden auseinandernehmen. Die werden da nur Scheiße machen. Also die werden da die Regeln nicht einhalten und so Regelwerk, alles wird gebrochen. Ich will dich nicht angreifen, aber so, aber auf dem Server wird wirklich keiner bevorzugt. Es werden alle gleich spannend. Freezy, guck zu, guck jetzt zu, ob hier keiner bevorzugt wird. Guck jetzt. So, dann schauen wir mal. So, im Shop kaufen, ja. Wie viel kostet die denn? Ich habe nach Pistole gefragt und er hat mir gesagt, kannst du im Shop kaufen. Ja, okay. Alles legitim. Unten rechts, schaut genau hin. Unten rechts. Wo?
Herr, kommt das? Bruder, es wird keiner bevorzugt! Es wird keiner bevorzugt auf der Server! Die Munition kam von Jesus! Bruder, irgendjemand hat mir die vorbeigebracht! Bruder, woher kam diese Munition? Woher kam diese Pistole? Hier, ich habe die Pistole hier bekommen, Bro. Bruder, wer hat mir diese Pistole gegeben? Das war ein Admin. Kurz nach dem Admin da war und ich habe gesagt, was hast du für einen Stock im Arsch? Habe ich die Pistole bekommen. Also auf dem Server soll keiner bevorzugt werden. Ich bin 2 Minuten auf dem Server und ich kriege hier unten rechts, ihr seht es, plus eine Pistole. Es ist keiner in meiner Nähe. Könnte auch Modder sein, vielleicht. Nein, das halte ich für unwahrscheinlich. Modder, die kommen immer, die zeigen sich, die wollen immer Aufmerksamkeit. Modder würden niemals sich unsichtbar halten. Das macht keinen Sinn. Niemals Modder. Ich beweise euch, dass es kein Modder war. Hier. Es gab noch eine Situation, wo meine Pistole weg war. Da hat mir ein anderer Admin die Pistole gegeben. Guck hier, ich schwöre, ich hatte eine. Wäre oder? Guck hier, ich habe wieder eine Pistole bekommen. Aber er hat mir die nicht gegeben. Ja, du hast eine Pistole. Ja, habe ich gerade bekommen. Anscheinend war da jemand cooler als du. Dann haust du rein. Okay, okay. Kannst dir von denen eine Scheibe abschneiden, mein Bester. Er sagt, okay, okay, wenn da ein Modder gewesen wäre, der Typ hätte, also der hätte den Modder doch gesehen. Er hat aber okay, okay gesagt. Er hätte den anderen Admin wahrscheinlich seinen Namestag da gesehen, Bro. Und dann meinte er, oh, okay, okay, dann ist er halt cooler mäßig. Also haben die mir einfach eine Pistole gegeben. Ich dachte, man wird hier nicht bevorzugt. Jetzt kommt das ganz Lustige. Der Projektleiter hat mich einmal gebannt wegen VLM, was soll denn das? Ja, ich kann dich stummen, mich selber aber nicht. So, er hat sich da gestummt. Ich sag euch jetzt, was er gesagt hat. Ich schwöre, so wahr ich hier sitze, soll ich mich der Blitz beim Scheißen treffen. Er hat gesagt, wir haben grundsätzlich gerne YouTuber und Streamer auf dem Server. Wenn ich lüge, bin ich der größte Sohn. Wenn er das nicht gesagt hat, der soll uns Support kommen, der soll mir das ins Gesicht sagen, dass ich lügen würde. Der soll uns Support kommen, wir bleiben jetzt stumm, dann können die Zuschauer hören von der Tonlage, wer hier lügt. Wenn er sagt, dass ich lüge, dann komm, lass schnacken. Dann will ich das nochmal von dir hören, dass du das nicht gesagt hast. Entband mich auf den Server. Komm, entband mich. Ich warte. Kommt. Komm, entband mich. Wer schnacken wollte, entband mich. Komm, entband mich. Dann werden wir sehen, wer hier die Wahrheit sagt, wer hier lügt. Ich will aus deinem Mund hören, dass ich lügen würde, dass du diese Worte nicht gesagt hast. Dann lasse ich dich erstmal auf deine Mutter schwören, dass du gelogen hast. Und wenn du dann trotzdem bei dieser Behauptung bleibst, dann weiß ich, dass du dich gerade selber gefickt hast. Dann weißt du es, dann weiß ich es auch, weil ich weiß, dass du gelogen hast. Komm, Projektleiter, wenn du schnacken willst, ich bin bereit. Ich schnacke immer. Ich bin immer bereit, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich liebe es, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Ich habe nicht umsonst Detektivcon schon 10-mal durchgeguckt. Deswegen komm, ich warte, entband mich, wir schnacken. Du sagst doch, komm, Warteraum hier. Ich warte, wo bist du? Wo seid ihr? Du hast doch gerade eine große Fresse im Chat. Ich bin heiß drauf. Kommt, wir stacken. Ach, Alter. Scheiße auf die Pussys. Ich glaube, da hat ganz jemand das Höschen voll. Ist euch frei, macht was ihr wollt. Ich will nie hetzen und so, aber tut mir einen Gefallen, macht auf dem Server kein RP. Dieser Server ist es nicht wert. Das ist einfach nur schlechter scheiß Troll-Server. Ich mache mit der Beweislage jetzt weiter. Guckt euch jetzt bitte diese Scheiße an, bitte. Und ich habe am Anfang sehr, sehr viel VDM, RDM gemacht. Bruder, ich bitte euch, guckt euch doch mal an, was ich hier gemacht habe mit dem Server. Guckt, was ich gemacht habe und ich wurde entbannt. Und ihr sagt mir, ich wurde nicht bevorzugt. Guckt mal bitte, was ich hier für eine Scheiße gemacht habe. Guckt jetzt. Hier, einen habe ich getötet. Einen weggekickt. Hier. Den zweiten getötet. Nein, was ist denn los? Leichenschändung habe ich auch gemacht. Hier, zack. Abflug. Wieder einer. War auch kein Stream-Sapper. War auch wieder RDM. Hier, zack. Noch einer. Der mit dem Bike. Hey. Ihr beide tot. Ich wurde gebannt. Die Tatsache, dass ich entbannt wurde, bestätigt auch meine Aussage. Warum sollt ihr mich sonst entbannen? Und jetzt komme ich zum Endprodukt. Ich werde euch jetzt zeigen, womit ihr komplett abschießen könnt und dann automatisch auch weiß, dass da was scheiße ist. Ich versuche nochmal einmal im Discord. Vielleicht haben inzwischen sich Eier wachsen lassen, mit mir zu schnacken. Vielleicht sind die Eier inzwischen vorhanden. Vielleicht sind die nachgewachsen. Da sind die Eier anscheinend immer noch nicht nachgewachsen. Ja, würde ich mir auch gebannt lassen. Hätte ich auch keinen Bock zu reden. So, jetzt zeige ich euch den ekelhaftesten Clip. Jetzt schaut. Steig aus. Sofort. Drive-by und Leben nicht geschützt, ja? Und jetzt kommt der Admin. Jetzt schaut genau zu, was er sagt. Fail-RP gemacht. Er gibt sogar selber zu. Jetzt. Hallo? Der hat Drive-by und Leben nicht geschützt. Was soll denn das? Ich hab mich Drive-by. Hab ich da gesehen. Er sagt, ich hab mich Drive-by. Der sagt, ich hab's gesehen. Na klar, so Drive-by. Er sagt, na klar, so Drive-by. Also Support hat er auch gelogen. Support-Lügen kriegst du bei jedem Server direkt Permaban, ne? Das wisst ihr. In jedem guten Server kriegst du für im Support-Lügen instant ein Permaban. Jetzt guckt euch das Niveau an, was er bekommt. Natürlich hast du gedrived, Alter. Was redest du? Dein Leben hast du auch nicht geschützt. Und Lügen im Support wird in den meisten Server mit Perma bestraft. Oder liege ich da falsch? Admin. Admin? Komm, wie er so tut, als wird der mich nicht hören, Bruder. Der sieht wahrscheinlich da irgendwie. Ich weiß nicht, was er da gerade nachschaut. Der sieht da wahrscheinlich irgendeine Liste. Seinen Namen. Keine Ahnung, wie der heißt. Nehmen wir mal jetzt Jeffrey. Der guckt unter Jeffrey. Dann sieht er die Liste. 3 Importwagen.
da kann ich jetzt nichts machen. Oh, scheiße, da muss ich jetzt aber jetzt irgendwie die Scheiße rausdribbeln. Guck mal, der sagt nichts. Guck mal, wie der mich ignoriert. Hört mal genau. Bruder, ihr macht, wenn ihr hier RP macht, seid ihr blöd. Guck mal, wie der mich ignoriert. Wie oft ich das sage, guck mal jetzt. Armin, hallo? Das ist eine Verwarnung, ja. Guck mal, der hört mir gar nicht zu. Hallo, der hat im Support gelogen? Sowas hat er mit Perma gemacht. Ja, was machst du? Die sind gerade extrem viele Troller. Hallo, der hat doch im Support gelogen? Guck, der geht gar nicht drauf ein. Der hört mir nicht zu. Der sagt Verwarnung. Bruder, der hat 3 Regelbrüche gemacht auf einem Schlag. Und der sagt Verwarnung. 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 OC-Gerede, Leben nicht geschützt, im Support gelogen. Schweifball. Der hat das Regel in den Arsch gefickt. Der kriegt eine Verwarnung. Das Traurigste an der Sache ist, der tut so, als würde er mich gar nicht hören. Der hat mich einfach komplett ignoriert. Also, das ist so ein schlechtes Server einfach. Denkst du, könnt ihr einfach direkt löschen. Dem Typ hat dieses Auto hier gegönnt. Das ist ein Importauto. Guck. BMW. Das ist 100% ein Importwagen. Jungs, das hier sagt schon alles. Dieses Auto ist eigentlich das, worum es ging. Es geht hier nur um Geld. Die sind wahrscheinlich wieder nur Import-Cash, Geldgeier, Import-Cash hinterher am Geiern. Was soll ich dazu sagen? Das ist einfach traurig. Bitte halt euch fern von solchen Servern. Solche Server sind nur für Trolling gedacht. Society Roleplay. Ich wünsche euch viel Glück, aber euer Server besteht einfach nur aus Kacke. Ihr seid Moch. Ihr seid einfach geldschmierige Söhne. Ich hasse solche Menschen einfach. Geldgeile Menschen, die einen RP-Server nur geöffnet haben, um Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und Söhne zu bevorzugen, die Geld haben, und Leute, die kein Geld haben, zu benachteiligen. Das ist das, was ihr da macht. Das kotzt mich langsam an. Das ist gefühlt einfach 99% von Five-M ist einfach so. Das fuckt mich langsam inzwischen einfach ab. Deswegen hat das für mich einfach keinen Sinn mehr, RP zu machen. Generell. Einfach alle RDM, VDM, Sick, den geht da, Mann. Ich schwöre, langsam verstehe ich Troller, wa? Ich kann mir echt vorstellen, dass viele Troller durch solche Menschen entstehen. Die fucken sich über so eine Situation ab. Troller sind meistens wahrscheinlich irgendwelche Leute, die kein Geld haben und dem RP richtig gefickt werden, richtig benachteiligt werden, und das fuckt die dann richtig ab und dann kriegen die irgendwann einen Riss. Bei mir war es zum Beispiel auch so, ich hab auch am Anfang nur RP gemacht, Tag und Nacht. Ich hab monatelang Medic RP gemacht, nicht einen einzigen getötet, Bruder. Ob ihr das mir glaubt oder nicht, die ersten 3 Monate, wo ich RP gemacht habe, habe ich nicht eine einzige Person getötet. Und diese Sachen sind mir immer wieder passiert, wieder passiert, wieder passiert. Und bei mir ist der Faden irgendwann gerissen. Das, was ich jetzt mache, ist nur aus diesem Grund passiert. Und seitdem mache ich die Action. Trolling mache ich jetzt nicht so oft, aber bei solchen Servern, ja, bei solchen Servern troll ich. Bei solchen Servern sind nur zum Trollen gut. Ich sage euch ehrlich, ich würde niemals in meinem Leben Importautos kaufen. Ich habe noch nie Importwagen gekauft, ich würde es auch niemals machen. Bei Insel habe ich zum Beispiel Importautos, 2 Stück, aber die habe ich auch gratis bekommen. Aus eigener Tasche würde ich aus Prinzip niemals was kaufen. Es geht mir nur ums Prinzip, das ist so. Bro, ich weiß, RP ist nur ein Spiel, hin oder her, das sage ich auch nicht. Aber wir investieren Zeit in Games. Wir spielen Games leidenschaftlich. Du zockst jeden Tag 12 Stunden und wenn du kein Geld hast, wenn du jemand bist, der kein Geld hast, verlierst du gegen Leute, die ein bisschen mehr Geld ausgeben. Also jeder, der ein bisschen Ahnung hat, der weiß, für so eine Scheiße verschwendet man nicht seine Zeit. Egal, wir machen weiter. Scheiß auf diese Opfer. Wenn ihr Bock habt, Society City, geht da drauf und macht Action. Haltet euch ans Regelwerk und macht keine Scheiße. Macht regelwerktechnische Action und viele Grüße von Samu. Reifen sind platt. Ayawus, ich verabschiede mich. Oh, ich glaube, du hast den falsch erwischt. Ich warte das mal. Oh, fuck, Alter, arme Nakoim. Sorry, Mann, war nicht. Was geht, hey, du? Nein. Was geht, du Busbus? Wohin ist der kleine Busbus? Wohin? Gib's erstmal Action mit dir. Oh, verdammte Scheiße, mir geht's nicht mehr so gut. Ich habe Rückenschmerzen. Rückenschmerzen. Alter, meine Wirbelsäule ist gefickt, hilf mir. Hier, hol mich mal hoch! Ich wurde erdämmt! Bruder, Lan, macht Maki miese, Alter. Guck mal, ich hier liege, Alter. Guck mal, meine Position, Alter. Mir geht's nicht gut. Hallo, mir geht's nicht gut. Bruder, ich bin gar nicht schuld. Guck mal, meine Augen sind offen. Ich habe nur gerade Wirbelsäule-Probleme. Siehst du, meine Augen sind offen. Ah, was geht ab? Juhu! Hallo! Jungs, könnt ihr mich mal hochholen? Mein Gott, ey, Alter. So eh alles hier scheiße, Alter. Wer macht denn die RP eigentlich? Nicht mal One-Shot. Er kümmert sich um alles, aber hier ist noch einer, wa? Bruder, hä? Ey, nimm den mal mit, nimm den Auto, mit. Ja, du Hund. Sag doch einfach, der schießt auch noch ab, Ammoner. Ey, was schießt denn ab, Lan? Ich liebe dich, ich liebe dich. Ja, Alter, welche RP mach ich auch? Ich mache jetzt ausnahmsweise Trolling, weil es hat keinen Sinn für mich, hier RP zu machen oder sonst was, weil es nicht One-Shot ist. Hallo. Hallo, Parasita, wie machst du? Ey, was VDMst du? Ja, was denn?
Ja. Bruder, ey, Digga, diese Fanboys, das gehört so auf den Sack, Bruder. Ey, mach was du willst, okay, aber Bruder, mach, was ich kaufe. Bruder, ja. Bitte gib mir mein fettes Auto, Bruder. Ein schnelles Auto, womit ich die fett die ganzen Leute VDM kann. Bruder, kann ich nicht tun, ja. Bitte, 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 sei mal einmal cool, bitte. Bruder, wenn ich das mache, dann werde ich gebannt, Digga. Na, gib mir nur ein schnelles Auto, ich mach damit nichts, ich fahr damit nur ein bisschen. Ich hab selber nichts dafür, Bruder, ich mache hier wirklich APD. Ja, okay, normales Auto. Warte mal. Ich verstehe gar nicht, warum habt ihr Wunsch weggemacht, Bruder? Für mich ist das sowieso so erledigt. Wegen Anti-Gambo-mäßig, weißt du, das ist halt. Ja, ja, Anti-Gambo-mäßig. Man sieht ja, wie gut es klappt. Ja, okay, klappt eigentlich okay, Digga, sag ich dir ehrlich, Bruder. Ja, ja, das ist gut. Aber Bruder, mach kein VDM, Tau. Ja, okay. Bis dann jetzt. Ich weiß so, dass du mich anlügst, Digga. Ach, Quatsch, als ob ich. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich hab keine Ahnung, was du. Ja, dann willst du auch noch, dass ich nicht VDM, Alter. Sick die Lame, Digga. Wenn wir ein richtiges Auto geben, dann hätte ich mir überlegen, aber mit dem. Ist der schnell? Probier. Was ist das für eine Schrottmühle, ja? Das ist so Arbeiterautoladen. Ich sag dir ehrlich, ich hab Finger auf Bandtaste, ich sag dir. Warum das denn? So hast du nichts gemacht. Aus dem Weg. Oh, da wollte, glaube ich, gerade ein unsichtbarer Typ überfahren. Was ist denn hier los? Oh, Scheiße! Das war nicht extra, Bro. Das war nicht extra. Glaubst du mir, das war echt nicht extra? Ich glaub dir nicht. Wie glaubst du mir nicht? Bro, ich mein, das ist echt so. Du schießt mich an, ja. Ey! Chillt! Chillt! Bro, ich musste entkommen. Was soll ich machen? Die schießen doch einfach. Was soll ich machen bei sowas? Ich hab keine Wahl. Hey, wo ist der? Der ist tot! Der ist tot! Alter, ich mach ein schnelleres Auto. Ich mach jetzt etwas, was ich normalerweise nie mache. Sofort stehen bleiben! Okay, ich bleib stehen! Sofort stehen bleiben! Ich bleib stehen! Ich bleib stehen! Nicht schießen, ich stehen! Okay, die Party ist vorbei. Alter, wie viel hab ich erwischt? Ich finde generelles Trolling irgendwie Fremdscham, wenn du nur Trolling machst. Aber so gelegentliches Trolling in einem gewissen Maße kann schon bocken, weißt du? Aber ich finde, das kann man mal machen. Nicht so oft, aber ab und zu kann man schon mal in eine Menge reinfahren, Bro. Ist lustig. Ich so, piep, 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 alle schießen so oder alle sind so tot, weißt du? Es ist einfach lustig. Ist irgendwie schon lustig. Nicht so oft. Ich werde es jetzt wahrscheinlich wieder einige Wochen nicht machen. Aber ab und zu kann man es schon machen.